Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Alice 22 mit der Feuerwehrmod. Heute bin ich zurück in Kandelen und meine Stimmung ist extremst im Keller, weil wir wirklich schon seit knapp 2 Tagen ununterbrochen Regenfälle haben, Regenergüsse vom Feinsten. Das Wasser sammelt sich immer mehr im Ort von Kandelen und wir sind hier wirklich in Alarmbereitschaft. Sollte was passieren, werden wir sofort rausfahren und probieren zu helfen. So, wir haben mittlerweile jetzt schon mehrere Einsätze reinbekommen, aber bisher noch nicht unsere Feuerwache. Der Krisenstab hat sich mittlerweile schon zusammengestellt. Die sind aktuell beim Katastrophenschutz in Kandelen. Ist ja hinten, falls euch das bekannt ist, falls ihr meine Videos verfolgt, aktiv. Der ist hier hinten beim Händler. Da ist der Katastrophenschutz von Kandelen aufgebaut. Und ich warte jetzt einfach nur noch, bis wir ausrücken. Denn ich weiß ganz genau, hier wird noch was Großes passieren. Denn sollte das Ganze jetzt nicht aufhören, wir werden, wie gesagt, in Teufels Küche kommen. Wir werden hier ein richtig großes Problem kriegen. Denn die Regentropfen werden immer größer und das wird gefühlt immer mehr. Ja, es wird da hinten heller, dachten vor einer Stunde auch schon, aber kannst du vergessen. Ne? Das wird immer mehr, wir haben wirklich große Probleme. Und ich weiß nicht, wenn das schon schlimm ist, ob das jetzt noch schlimmer ist, unser HLF, das wir bekommen haben, ist, ja, ich sag mal so, das ist erstmal zum Lackierer. Das wird umgeskinnt und wird noch eine Weile dauern und uns fehlt einfach mittlerweile ein Fahrzeug. Ich bin gespannt, ob das alles hier so heute funktionieren wird. So, umgezogen bin ich aktuell schon. Und ich mach's mal kurz, Leute. Es hat sich jetzt gerade aktualisiert. Die Freiwillige Feuerwehr Kandelen ist alarmiert zu, passt auf, einem Hochwassereinsatz. Menschenleben in Gefahr. Das erstmal zum Einsatzstichwort. Ich hoffe, ihr habt heute richtig Bock auf dieses neue Einsatzvideo. Wenn ja, Leute, ihr wisst ganz genau, ich freue mich wirklich jedes Mal über einen fetten Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Einsatzwünsche habt oder irgendwas anderes, falls Fragen aufgetaucht sind oder ihr welche habt, immer gerne her damit. Und dann geht's jetzt erstmal los. Ja, okay. Das wird anscheinend jetzt hier gleich riesig werden. Kann ich euch versprechen. Das wird heute wirklich eine extrem spannende Folge werden. Ja, okay. Einsatzstichwort hat sich erhöht. Wir haben jetzt mehrere Personen in Gefahr und die müssen wir ganz, ganz schnell befreien, retten. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo sie sind, denn der Einsatzort ist einfach nur Kandelen. Das wurde uns jetzt nur bisher gesagt. Den Rest müssen wir gleich herausfinden. Wie gehen wir jetzt ran? Wo fangen wir an und was machen wir jetzt? Das ist eine ganz gute Frage, sage ich mal. Ich werde mich jetzt erstmal sammeln, werde mich jetzt erstmal hier aufstellen, suche mir alles zusammen, was wir jetzt gleich mitnehmen. Und dann ist jetzt erstmal gleich der Katastrophenschutz angesagt, denn wie gesagt, wir fahren jetzt gleich richtig groß auf. Denn das ist hier nicht mehr schön aktuell. Das ist wirklich ein extremes Hochwetter, Unwetter, was wir haben. Ein extremes Hoch, ja. Wir haben massig dicke Wolken und die bringen halt immer wieder extrem viel Regen mit. Und das zieht, das ist das Schlimme, deshalb auch das Hochwasser. Die Wolken ziehen wirklich ganz langsam. Also man kann sich das vorstellen wie in Zeitlupe. So, und das ist nämlich das große Problem. Die Wassermengen, die stauen sich an in Kandelen, können nicht mehr abfließen. Ja, und somit haben wir jetzt hier erstmal große Probleme. So, jetzt aber erstmal, ich bin die ganze Zeit schon aufgeregt, um euch das jetzt hier zu zeigen.
Das ist der Katastrophenschutz von Kandelin. Das ist ein großer Verband aus mehreren Feuerwehren. Die haben sich jetzt hier alle aufgereiht, aufgebaut und werden jetzt gleich rüberfahren nach Kandelin. Wir werden uns erstmal einen Lagerplatz aussuchen. Ich glaube, wir werden eventuell auf der Straße oder auf dem Feuerwehrgelände der Feuerwehr Kandelin werden wir uns aufbauen und dann werden wir gleich weiterschauen, wie es weitergeht. Was wichtig ist, wir müssen viele Rettungskräfte da jetzt hinkriegen, denn wie gesagt, Menschenleben sind in Gefahr und da ist wirklich jede Minute richtig wertvoll. Ich bin jetzt einfach nur gespannt, wie wir das jetzt alles hier machen. Ich habe jetzt schon die erste Aufgabe bekommen. Wir sollen mit dem Logistikanhänger und dem Gerätewagen Wasserdienst oder Wasserrettung sollen wir unsere Drohne einpacken, die wir extra hier für den Katastrophenschutz haben. Das ist so ein kleiner Helikopter, sage ich mal. Der kann hier reingestellt werden in dem Gerätewagenanhänger und dann werden wir uns gleich mal eine Lage verschaffen, einen Überblick verschaffen über die ganze Situation. Denn es kommen immer mehr Anrufe rein. Also die Feuerwehren hängen anscheinend gerade ganz schön hinterher mit den Einsätzen. Also bin ich jetzt einfach gespannt, wie das jetzt hier gleich vorangehen wird. Ich würde mal sagen, wir holen jetzt erstmal die T4s raus mit den großen Booten, die übrigens auch von der Ostseeküste kommen. Die wurden jetzt nur ausgeborgt. Und jetzt geht es erstmal auf dem Weg zur Feuerwehr. So, die Lage ist extrem angespannt. Alle sind richtig aufgeregt. Man merkt das. Denn das hat auch einen bestimmten Grund. Guckt euch das an, Leute. Das Wasser steigt immer mehr an. Und das ist jetzt mittlerweile schon fast bei der Feuerwehr Kandelin angekommen. Hier sieht man das nochmal. Also das staut sich dahin. Also guckt euch das mal an. Die Leute da hinten, die schwimmen schon zum Teil. Das ist wie so eine Art Kuhle. Das sammelt sich hier drin und das ist brutal, Leute. Das ist wirklich richtig, richtig heftig. Wartet mal, wir holen erstmal das Harlef raus. Ich muss die Straße erstmal absichern. Also so gut wie es geht natürlich. Dann bauen wir jetzt erstmal auf. Erstmal die Straßenabsicherung. Also was willst du groß machen? Das sind halt so viele Wassermengen, damit kommen wir eigentlich gar nicht klar. Also, ja, das kann man sich halt so vorstellen wie eine Badewanne, die einfach nie leer geht. Ja, so ist das jetzt hier in Kandelin, nur im absoluten großen Format. Und ja, das ist traurig, das ist extrem. Man weiß gar nicht mehr, was man sagen soll dazu, weil das einfach so auf einmal kam. Na klar wurde das angekündigt, aber dass das halt so schlimm wird, das hat jetzt wirklich niemand geahnt. So, jetzt suchen wir erstmal uns die Absperrmaterialien aus dem Fahrzeug und dann werden wir die erstmal hier hinstellen. Denn hier muss alles dicht gemacht werden, das geht nicht anders. Also ohne ist jetzt hier leider nicht möglich. Wir müssen alles hier absperren, absichern, dass hier nicht weitere Einsätze noch passieren. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Also wir werden jetzt wirklich großzügig absperren. Wir werden die Straße dicht machen, dass hier wirklich gar keiner mehr durchfährt, gar keiner mehr durchkommt. So, einmal da und dann haben wir noch die Blitzers. So. Das sollte erstmal reichen. Ja, wir brauchen erstmal Unterstützung von dem Katastrophenschutz. Also ich kann es gar nicht glauben, was hier gerade abgeht, Leute. Hattet ihr schon mal so einen richtig heftigen Hochwassereinsatz bei euch in der Feuerwehr?
könnt ihr mir gerne mal schreiben, wenn ihr möchtet. Ist kein Muss natürlich. Aber das ist schon ein bisschen interessant, einfach mal zu wissen, ob ihr sowas schon mal hattet oder nicht. Also ich kann hier bloß sagen, obwohl es virtuell ist, es stresst einfach pur. Ne? Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach nur schockierend. Ne? Komisch, alle sind aufgeregt, angespannt, keiner weiß so wirklich, wie es wird. Und das absolute große Problem ist ja eigentlich, man weiß einfach nicht, wie es jetzt weitergeht, was als nächstes kommt. Denn es wurde jetzt schon gesagt, dass Menschen ihre Häuser verlassen mussten. Die mussten sich auf ihren eigenen Hausdächern retten. Das muss man sich mal überlegen, Leute. Wenn man sein eigenes Zuhause da lassen muss und nichts passiert, nichts geht weiter. Also und keiner kommt helfen. Ja? Aber deshalb sind wir jetzt gerade dabei. Wir müssen uns jetzt erstmal ausrüsten und dann fahren wir in Richtung Feuerwehr Kandelen. Also wir haben jetzt hier Wasserrettungsfahrzeug mit Gerätewagen und der Drohne. Dann haben wir den MTF mit Boot, ein HLF und eine DLK. Der Zug kann jetzt erstmal rüberfahren und die Führung, der Führungsstab, der kommt gleich hinterher. Aber jetzt erstmal die allerwichtigsten Fahrzeuge, die wir jetzt brauchen. Also wir sind wirklich gut ausgestattet für den Ernstfall. So, gepaart mit der Follow-Me-Mod. Ich hoffe, die funktioniert. Aber bisher sieht es richtig gut aus. Also, da muss ich wirklich mal die Mod loben. Schön. Habt ihr das gerade gesehen? Wir haben... Oh Gott. Wir haben sogar hier auf der Hauptstraße Aquaplaning. Ich dachte gerade, das ist ein Schlagloch. Aber das war Wasser. Ich bin da gerade ganz kurz reingefahren und schon bin ich ins Schlenkern gekommen. Also jetzt kann man sich so vielleicht ein bisschen vorstellen, wie es mir gerade geht, was hier abgeht. Also schön ist wirklich anders. Obwohl Sommer ist, es ist verdammt warm in Kandelen. Aber so viel Wasser, also das ist nicht mehr schön. Wirklich nicht. So. Also mittlerweile sind erstmal wichtige Fahrzeuge eingetroffen. Ich weiß gar nicht, ob wir oder wie wir die Leute jetzt da retten, denn klar müssen wir gleich probieren, wie weit wir kommen. Aber ich glaube irgendwie, das wird hier nicht gut enden. Das wird nicht gut ausgehen, das Ganze. Das wird sicherlich überhaupt nicht leicht werden, das Ganze. So, jetzt muss ich bloß mal überlegen, wo wir uns aufbauen. Ich glaube, das machen wir gleich hier vorne. Wir müssen ja sowieso mit den ersten Fahrzeugen weiter reinfahren. Ich bin ja, wie gesagt, heute Einsatzleiter, werde das Ganze koordinieren. Na, ich glaube, wir können da erstmal weiter reinfahren. Wir haben ja sowieso die Rettungsboote, die wir da ins Wasser lassen müssen, denn vorher muss man natürlich erstmal schauen, wie weit können wir reinfahren und okay, wie kriegen wir das Boot am besten rein, ohne dass es irgendwie aufsetzt. Ich glaube, hier haben wir... Ey, das... Guckt euch das doch mal an, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Also hier können wir das Boot ruhig reinlassen. Also hier haben wir wirklich extrem hohes Wasser. Tja, das Boot, da brauchst du gar nichts mehr groß machen. Das rollt dir automatisch ins Wasser. Ich glaube, das ist auch die tiefste Stelle, die wir haben, aber das werden wir gleich noch überprüfen.
Ich weiß noch nicht, mit welchem Fahrzeug wir da durchfahren können, ohne dass da irgendwas passiert. Das schauen wir uns am besten auch gleich nochmal an. Also ich hoffe, das klappt jetzt hier auch, so wie ich mir das jetzt vorstelle. Also Wasser haben wir noch nicht im Auto, das ist gut. Ne, ich komme da nicht rum. Das geht nicht. Ja, und das allergrößte Problem ist eigentlich, wenn ihr euch das jetzt so anschaut, wir haben leider nur einen Punkt, wo wir wirklich hier ins Wasser fahren können. Also es gibt sonst nichts weiter. Also sonst haben wir wirklich nicht mehr so gute Stellen, um irgendwie ins Wasser reinzufahren oder in den Ort zu kommen. Das ist leider die einzigste Möglichkeit. Wir könnten natürlich noch so einen Feldweg nehmen, aber das ist, glaube ich, eine richtig schlechte Idee, denn ich glaube, das gibt nichts Schlimmeres, als sich da irgendwie festzufahren. Da haben wir hier wirklich noch einen guten Einstieg, dass wir die Boote erstmal reinlassen können. Ja. Also ich weiß nicht, es sind jetzt, glaube ich, 3 Personen maximal, die jetzt auf den Hausdächern stehen. Das soll anscheinend auch direkt hier in der Straße sein. Jetzt muss halt bloß entschieden werden, was wir machen, also wie wir jetzt da reinfahren, wie wir überprüfen, ob das Wasser wirklich zu hoch ist für die Einsatzfahrzeuge, das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Deshalb jetzt ganz, ganz wichtig, wir brauchen die Einsatzleitung. So, das muss jetzt gleich alles verbunden werden, das muss aktiviert werden, die ganze Technik. Das werden wir nämlich gleich machen und dann lassen wir die Drohne steigen per Live-Übertragung. Und dann werden wir uns das gleich mal näher anschauen. Ich nehme jetzt einfach mal mit das kleine Rettungsboot. Das ist auch extra so ein kleines Boot für die Einsatzleitung, als Aufklärungsboot sozusagen. Die Rettungsboote sind ja schon vor Ort. Und das Boot nehmen wir uns jetzt erstmal mit. Ich glaube mal nicht, dass wir das brauchen werden, aber sicher ist sicher. So, der Führungsstab ist jetzt vor Ort, der ist eingetroffen. So, und der Einsatzleiter, der jetzt hier mit drin ist, der meinte schon, oh, das sieht nicht gut aus. Ja, das konnte ich jetzt vorab auch schon mal so sagen. Das hat sich jetzt leider ja auch nicht geändert, denn das Wetter, das ist immer noch schlimm, wirklich. Das ändert sich überhaupt nicht mehr, habe ich das Gefühl. Aber immerhin, es bleibt erstmal gleich. Das ist schon mal viel wert. Trotzdem wäre es schön, wenn das jetzt endlich aufhört. So, denn wir wissen leider aktuell noch nicht viel über die Menschen, wie es denen geht. Wir wissen nur, die sind in Gefahr und wir müssen jetzt ganz, ganz schnell hier erstmal schauen, dass wir die helfen, retten und da ganz schnell rankommen. So. Jetzt wird erstmal alles hochgefahren und dann werden wir hier gleich mal schauen, wie wir jetzt am besten rangehen an diese Situation. Dann müssen wir jetzt bloß noch den Anhänger nach vorne kriegen. Dann gucken wir uns gleich das Ganze mal an und dann können wir schon mal einschätzen, wo wir jetzt eigentlich hin müssen eigentlich. Und wo die Menschen jetzt gerade aktuell in Not sind. Das ist ja nämlich das große Problem. Wir müssen jetzt wirklich ganz schnell handeln. Wir müssen jetzt endlich von den Hausdächern runterkriegen. So, das ist unsere
Feuerwehrdrohne für heute. Die wird jetzt hier erstmal verbunden mit dem System vom großen ELW. Und dann wird es hier gleich eine Live-Übertragung geben. Und dann wird gleich entschieden, was gemacht wird und wie wir jetzt gleich handeln. Denn das nächste Problem ist eigentlich, ihr seht ja hier ist wirklich bloß massig Feuerwehr unterwegs. Das Ding ist jetzt einfach nur, der Rettungsdienst kann nicht ausrücken, da der selbst betroffen ist. Das Wasser steht da wirklich fast kniehoch und die Rettungskräfte vom Rettungsdienst können eigentlich fast nicht ausrücken. So. Deshalb habe ich jetzt gerade so die Befürchtung, dass das hier nichts groß wird und dass hier wirklich niemand so wirklich ausrücken kann. So. Nehmen wir jetzt das TLF? Nehmen wir das GTLF? Ich glaube, wir nehmen das GTLF eher. Das ist, glaube ich, das größte Auto, was wir haben. Das holen wir uns mit raus und dann... Ich weiß nicht. Kann sein, dass wir jetzt mit einem Fahrzeug die Erkundungstour starten oder der Einsatzleiter sagt, nee, das müssen wir gleich mit den Booten machen. Das finden wir jetzt erstmal gleich raus. So, aber gut ist, wir haben schon mal fast alle Rettungskräfte hier, die wir brauchen. Das ging wirklich richtig flott. Also der Katastrophenschutz hat sich wirklich richtig schnell zusammengesammelt. Also das hat keine 30 Minuten gedauert. Da standen die schon alle in Reihe und Glied am Händler in Kandelin. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt wird noch geprüft, die Lage, wie es jetzt weitergeht. Was können wir machen? Ich hole in der Zwischenzeit jetzt noch erstmal den First Responder. Das ist nämlich von der Feuerwehr ein ausgebildeter Notfallsanitäter, den wir jetzt erstmal mit dazu holen werden. Das ist auch ein älteres Auto vom Katastrophenschutz. Und der wird jetzt erstmal vor Ort helfen. Ist mit zwei Leuten besetzt. Für den Anfang sollte das erstmal reichen für die Erstversorgung. So. Gut, also wir haben das Go. Wir werden jetzt mit der Feuerwehrdrohne einmal starten und ja, gucken uns jetzt erstmal gleich von oben an alles. Gesteuert wird die Drohne aus der mobilen Einsatzleitung von dem Fahrzeug, was hier neben mir steht. Zu der Drohne. Oha. Die Drohne macht alles mit, ist wind- und wettergeschützt, also kann wirklich in jeder Lage eingesetzt werden. Der Akku hält insgesamt 2 Stunden. Ein Akku, ja, das ist ein extrem großer, hocheffizient. Und außerdem gibt es auch Ersatzakkus, die wir haben. Also das Ding kann wirklich schon eine Weile fliegen und in der Luft bleiben und uns hier Bilder und Videos in hochauflösender Qualität liefern. Oh shit. Entschuldigung, aber... Was ist das? Was ist hier los, Leute? Guckt euch das an. Also ein absoluter Ausnahmezustand hier in Kandelin. Wassermassen ohne Ende. Das füllt sich hier einmal komplett. Ich weiß gar nicht, wo willst du da anfangen? Also das Wichtigste ist jetzt erstmal die Leute zu finden. Also ich habe da jetzt schon 2 Leute gesehen auf dem Dach. Hier vorne sind auch noch ein paar. Eine Person auf dem PKW. Fahrzeug ist fast komplett unter Wasser. Häuser stehen komplett unter Wasser. Das Wasser dringt überall ein, da wo es durchkommt. So,
Der Rettungsdienst hat anscheinend doch Glück gehabt, wie es aussieht. Ich dachte eigentlich, die können nicht ausrücken. Aber ich glaube, damit war gemeint, dass sie gar nicht weiterkommen. Ja, hier ist nämlich meterhohes Wasser. Egal von welcher Richtung man reinfährt in den Ort. Also wir haben hier wirklich extremes Hochwasser. Also die Bilder sollten jetzt erstmal reichen. Wir schicken die Drohne später nochmal hoch. Aber ich kann schon mal so viel sagen, das ist heftig. Also auf jeden Fall die Rettungsboote raus. Ich kann mir das trotzdem anschauen mit einem Fahrzeug. Ich glaube aber auch, dass das jetzt nicht viel bringen wird, denn ihr habt selber gesehen, dass das Wasser steht. Ach, die will jetzt gerade nicht, die Drohne. Okay. Bleibt sie stehen? Nee, egal. Das Wasser steht wirklich extrem hoch. Also ich glaube, wenn man da mit einem Auto reinfährt, ich glaube, du fährst sie da fest und das war's. Ich werde es trotzdem probieren fürs Video. Vorher fahre ich noch über die Drohne natürlich, kein Problem. So, ich will mir das trotzdem mal anschauen, wie weit ich da komme. Im echten Leben würde man das natürlich nicht machen. Da würde man hauptsächlich, wenn wirklich gar nichts geht, mit Rettungsbooten rausfahren, die Menschen retten von den Dächern. So, auf den ersten Blick würde ich meinen, sind die jetzt erstmal nicht extrem in Gefahr, aber trotzdem müssen wir die ganz schnell da runterkriegen. Also, die holen sich doch noch was weg. Also, nee, guck mal. Guck mal, lieber Zuschauer, also hier geht's nicht weiter. Nee. Das werde ich jetzt nicht machen, also das wird hier immer tiefer. Der LKW verschwindet hier fast komplett im Wasser. Ich glaube, dieser Einsatz wird hier wirklich noch ewig lange dauern. Die ersten Personen wurden jetzt vom Rettungsboot 1 gerettet. So, und die anderen Personen werden jetzt gleich nach und nach von den Dächern geholt. Das muss jetzt ein bisschen kompliziert gemacht werden mit Leitern, die werden rangestellt ans Gebäude. Dann geht eine Rettungskraft hoch und sichert alles und rettet dann die Person auf den Dächern. So geht es dann eben weiter. Mehr kann man da nicht machen. Die Drehleiter würde ich da auch um Himmels Willen nicht einsetzen. Das wäre eine große Gefahr für die Retter. Das lassen wir mal lieber sein. Ansonsten sind wir jetzt erstmal durch fürs Erste. Also ihr habt selber gesehen, Kandelin hat heute wirklich einen richtig schwarzen Tag erlitten. Also sowas Schlimmes hatten wir bisher hier noch nie gehabt. Also dieser Einsatz, der geht auf jeden Fall in die Geschichte ein. Und das ist wirklich ein Ausnahmezustand vom Feinsten. Also schlimmer hätte es eigentlich gar nicht werden können. Ich hoffe, liebe Freunde, das Ganze hat euch gefallen. War jetzt mal ein bisschen was anderes, was Extravagantes, aber das ist auch so ein Einsatz, den ihr euch am meisten wünscht. Und ich dachte mir, ich werde es probieren, einen Kandelin zu machen. Und wenn es euch eben gefallen hat, dann schreibt mir das gerne mal, lasst mir das gerne mal wissen. Und wenn ihr, wie gesagt, Einsatzideen habt, immer her damit. Schreibt mir die gerne rein unter dem Video und dann ist euer Einsatz schon im nächsten Video sicherlich mit dabei. Ich bin sehr gespannt auf eure Nachricht. Ich haue jetzt erstmal hier einen Cut rein. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal wiedersehen. Ich hoffe, bis dahin ist der Einsatz abgeschlossen. Denn viel, wie gesagt, kann man nicht machen. Das Wetter. Wurde gerade gesagt, das Wetter wird besser. Der Regen soll in den nächsten Stunden aufhören. Das ist schon mal viel wert. Das ist gut. Aber wie lange, wie gesagt, das noch andauert, kann ich jetzt nicht sagen. Viel können wir jetzt erstmal nicht machen. Oberste Priorität war jetzt eben, die Leute rechtzeitig zu retten von den Dächern. Und mehr kann man dann sowieso nicht machen. Das war's dann erstmal hiermit. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe, in Kandelin geht's hier ganz normal weiter. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was wir als nächstes machen, was wir als nächstes für einen Einsatz reinkriegen. Bis dahin erstmal, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Premiere gefallen. Wie gesagt, das war ja kein richtiger Livestream in diesem Sinne. Also wir konnten hier wirklich live nur schreiben. Aber live antworten konnte ich euch jetzt hier nicht im Video. Das ist leider nicht möglich. Deshalb ist es ja eine Premiere, dass wir uns sozusagen das vorab aufgenommene Video angucken können. Und dann können wir halt zusammen live schreiben. Mehr ist es eigentlich nicht. So, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge mit dem LS22 und der Feuerwehrmod. Eventuell wieder hier in Kandelin. Mal sehen. Und ja, dann macht's gut.
gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Schön, dass ihr da dabei wart. Macht's gut und